Zwangsstörungen sind viel häufiger, als man denkt und können das Leben zur Hölle machen. Zwangsstörungen gehören zu den Angsterkrankungen und teilt sich auf in Zählzwänge, in Kontrollzwänge und in Waschzwänge hauptsächlich. Das heißt, die Menschen waschen sich immer wieder die Hände, also bis zu 100, 200 Mal am Tag, kontrollieren, ob der Herd aus ist, ob die Tür abgeschlossen ist, ob Elektrik ausgeschaltet ist, sodass sie kaum noch das Haus verlassen können. Oder sind gezwungen, immer wieder Sachen durchzuzählen, um so eine Symmetrie zu erzeugen. Das ist eine sehr, sehr beeinträchtigende Erkrankung. Zwänge kennt eigentlich jeder von uns. Jeder hat schon mal irgendwas kontrollieren müssen, obwohl er sagte, Mensch, ich habe das doch gerade schon gecheckt. Aber Kontrollzwänge im Rahmen einer Erkrankung bedeutet, dass die Betroffenen gar nicht mehr das Haus verlassen können, weil sie immer wieder zurückgehen und schauen, ob sie die Tür abgeschlossen haben. Waschzwänge bedeutet, dass sie sich 100 Mal am Tag die Hände waschen, bis wirklich die Haut von den Händen kommt, bis sie also massive, auch körperliche Probleme dadurch bekommen. Dann ist es wirklich eine schwerwiegende Erkrankung, die auf jeden Fall behandelt gehört. Die beste Hilfe ist erstmal eine Psychotherapie. Und eine Psychotherapie besteht wesentlich darin, dass man natürlich erstmal schaut, in welchem Rahmen sind die Zwänge zustande gekommen. Da kann es ganz klare Belastungen geben, Stress oder andere Belastungen. Die Therapie besteht dann aber im Kern darin, dass die Patienten etwas tun, was sie gerade eben nicht tun wollen, dass sie auf ihre Kontrolle oder auf die Zwänge verzichten. Das heißt, man wird bei jemandem mit dem Waschzwang ihn dazu bringen, dass er schmutzige Gegenstände berührt und dann schlichtweg aushält die Anspannung, die Angst, die dann kommt, ohne dass er sich wäscht. Oder bei Kontrollzwängen, dass er das Haus verlässt, einmal kontrolliert und dann wirklich weitergeht. Das nennt man Exposition und das führt in der Regel zur Abnahme der Angst und zur deutlichen Besserung. Wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, gibt es immer noch auch die Möglichkeit einer unterstützenden medikamentösen Therapie mit Antidepressiva, den sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmern.